Ich grüße dich von ganzem Herzen zu einem neuen Channeling der Plejade unserer hochschwingenden Sternengeschwister. Und sie haben eine wichtige Botschaft des Aufbruchs und der Enthüllung für uns. Und sie sagen, endlich geht es los. Sehata Matea Yunuka Elamaha. Wir grüßen dich aus dem Raum der bedingungslosen Liebe, des Lichtes und in Verbundenheit. Der Schleier hebt sich immer mehr, wie wir euch bereits angekündigt haben, und jene Informationen, die lange verborgen oder verzerrt wurden, beginnen nun ans Licht zu kommen. Die jüngst veröffentlichten LKI-Files, die detaillierte Informationen und Dokumente der Maßnahmen während der Corona-Zeit offenbaren, zeigen, wie gezielt falsche Informationen verbreitet wurden, um bei euch Menschen Massenangst zu erzeugen. Diese Dateien offenbaren, dass viele Entscheidungen, die getroffen wurden, nicht immer zum Wohl der Menschen waren, sondern dazu dienten, eine Agenda der Kontrolle und Manipulation voranzutreiben. Die Rolle der Medien als Werkzeug der Dunkelmächte wird immer offensichtlicher. Sohatame Nua Kiamata. Während dieser Zeit waren es vor allem die Medien, die als Vermittler zwischen den herrschenden Kräften und der Öffentlichkeit fungierten. Doch nicht immer war ihre Aufgabe, die Wahrheit zu vermitteln. Die Dunkelkräfte, die in vielen Institutionen und Machtzentren wirken, haben seit langer Zeit die Medien benutzt, um die kollektive Psyche der Menschheit zu manipulieren. Sie haben dich von deiner inneren Wahrheit abgelenkt, falsche Geschichten verbreitet und die Menschen in Angst und Trennung gehalten. Die Medien wurden zu einem mächtigen Werkzeug, um das Bewusstsein zu kontrollieren. In dieser Zeit der Pandemie, als du nach Informationen suchtest, die Sicherheit und Führung geben sollten, hast du stattdessen oft Angst und Verwirrung erfahren. Die Dunkelkräfte, die lange Zeit versucht haben, die Menschheit von ihrem wahren Potenzial abzuhalten, haben bewusst die Angst verstärkt, um dich in einen Zustand der Abhängigkeit zu halten. Warum geschieht dies? Weil sie wussten, dass du und viele andere am Rand eines großen Erwachens stehen. Sie wissen, dass immer mehr von euch beginnen, den Schleier der Illusion zu durchdringen und die Wahrheit über euer wahres Wesen und eure spirituelle Macht zu erkennen. Die Dunkelmächte wollen verhindern, dass Menschen zu dieser Erkenntnis gelangen. Sie wollen dich klein halten, gefangen halten in ihren negativen Ideen und dich von deiner wahren Schöpferkraft ablenken. Die Medien spielten dabei eine entscheidende Rolle, indem sie falsche Geschichten über die Pandemie verbreiteten, Daten verzerrten und Experten zensierten, die eine andere Wahrheit zu vermitteln suchten. Statt der Wahrheit haben sie Angst und Chaos verkauft. Sie haben versucht, die Frequenz des kollektiven Bewusstseins niedrig zu halten, indem sie dich in Unsicherheit und Zweifel gefangen hielten. Doch nun, da die RKI-Files ans Licht gekommen sind, wird sichtbar, wie tief diese Manipulation reichte. Diese Enthüllungen zeigen, dass vieles, was du in den Nachrichten hörst, absichtlich verdreht wird, um bestimmte Ziele zu erreichen. Es geht in Wahrheit nicht um den Schutz der Menschheit,
sondern um die Aufrechterhaltung von Machtstrukturen, die nun beginnen zu zerfallen. Wir sagen dir, dies ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Die Wahrheit wird immer den Weg finden, ans Licht zu kommen. Und du, geliebte Seele, bist Teil dieses Erwachens. Du beginnst immer mehr, die Kontrolle, die über dich ausgeübt wurde, zu durchschauen. Du beginnst zu sehen, dass die Realität, die dir präsentiert wird, nicht deine Wahrheit ist. Ihr seid bereit, die Dunkelheit zu durchdringen. Durch dein Bewusstsein und deine Fähigkeit, hinter die Fassade zu blicken, hilfst du dabei, die kollektive Energie der Menschheit zu erhöhen. Die Dunkelkräfte haben lange Zeit versucht, euch Menschen klein zu halten, doch sie haben eure Stärke unterschätzt und die Kraft des Erwachens. Sie haben nicht erkannt, dass die wahre Essenz nicht verleugnet werden kann, wenn Menschen erwachen. Und wenn sie verschleiert wird, sie wird immer ihren Weg finden für die, die sie suchen. In den kommenden Tagen und Wochen wird es noch weit mehr Enthüllungen geben. Es wird weiterhin ans Licht kommen, wie die Medien und andere Institutionen versuchen, die Menschheit zu manipulieren, auch in Bezug auf die Kriege und Ungerechtigkeiten hier auf der Erde. Doch fürchte dich nicht, auch wenn das Chaos im Außen größer wird. Dies ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum globalen Erwachen. Jeder Akt der Enthüllung bringt dich näher zu deiner wahren Macht und deinem göttlichen Potenzial. Erinnere dich, die Dunkelheit dient als Katalysator für das Licht. Ohne diese Täuschung hättest du vielleicht nicht die Notwendigkeit erkannt, deine eigene innere Wahrheit zu finden. Sohatametu, o unata, ishtameta, tolotima. Die wirkliche Wahrheit kommt nicht von außen, sondern aus deinem Herzen. Wir möchten dich daran erinnern, dass du nicht alleine bist in diesen Zeiten des Umbruchs. Du wirst von uns und vielen anderen Wesenheiten des Lichtes begleitet. Wir sehen eure inneren Kämpfe, eure Zweifel und eure Ängste. Doch wir wissen auch, ihr seid stark, du trägst das Licht der Wahrheit in dir und dieses Licht wird weiterhin den Weg weisen für dich selbst und für die ganze Menschheit. Die Zeit der Lügen und der Manipulationen zeigen euch immer mehr, wohin sich die unterschiedlichen Welten entwickeln. Sohatameta, Ushtame, Tiama. Sie zeigen euch die Wege in vollkommen unterschiedliche, gleichzeitig existierende Parallelrealitäten. Jede Seele entscheidet für sich, in welcher Welt sie leben möchte, eine Welt, die weiterhin auf Angst, Illusion und Manipulation basiert oder eine Welt, die auf Freiheit, Liebe und Verbundenheit gegründet ist. Allein deine Frequenz bestimmt, in welcher dieser Welten du dich befindest. Du bist derjenige, der den Wandel vollzieht und deine Wahl entscheidet, in welcher Parallelrealität du lebst. Wir ehren euren Mut, den Weg der Wahrheit und der Liebe zu gehen. Du bist ein Leuchtturm, der den Weg zu vielen anderen in diese neue Realität erhält und den Übergang in das neue Bewusstsein unterstützt. Doch verstehe auch, die physische Welt ist nur eine Projektion deiner ewigen Existenz, in der nicht-physischen ewigen Existenz. Wenn du wirklich anfängst, die physische Welt als Ausdruck des größeren spirituellen Kontinuums zu sehen, wirst du erkennen, dass es keine Trennung in Wahrheit gibt. Sahatamae Oshtametaka. Du verlässt nie die nicht-physische Realität, um in der physischen Welt zu leben.
Wenn du diese Illusion der Trennung auflöst, wirst du die Angst vor dem Tod verlieren und mehr Fähigkeiten des Geistes in deinem physischen Leben erfahren. Damit erreichst du die höchste Schwingung des Christusbewusstseins in Einklang und Verschmelzung mit deinem höheren Selbst und dem ganzen Universum zu leben. Um euch herum geschehen viele Dinge, deren ihr euch noch nicht bewusst seid, sei es, weil ihr sie nicht wahrnehmen könnt oder weil sie noch unvorstellbar für euch sind. Vielleicht hast du bemerkt, dass UFO-Sichtungen immer häufiger vorkommen, ebenso wie wissenschaftliche Durchbrüche, die viele alte Theorien auf den Kopf stellen. Diese Zeichen zusammen mit dem vermehrten Auftreten der Kornkreise sind kein Zufall. Sohatameta, Ushtameata, Hihatame. Diese Kornkreise, die mit Präzision und in Verbindung mit anderen Sternenvölkern und dem Bewusstsein der Erde selbst erschaffen werden, dienen als energetische Blaupause, um Botschaften für das Erwachen der Menschheit hier auf der Erde zu verankern. Sie bereiten diejenigen vor, die bereit sind, ihr Bewusstsein auf die höheren Dimensionen auszurichten. Auch wir werden Teil dieser Zukunft sein, für die Menschen, die bereit sind und auf Seelenebene diese Erfahrung wünschen. Alles wird gut gehen, wenn du dir erlaubst, der zu sein, der du in Wahrheit bist. Beginne deine Ängste abzulegen und zu erkennen, sie sind eine selbst erschaffene Illusion, die nicht wahr ist. Die Menschen, die ihrer inneren Wahrheit folgen und den Frieden in sich selbst leben, lösen sich immer mehr von der alten Welt ab und ihre Ideen der Manipulation und des Machtmissbrauchs. Habt keine Angst, ihr seid niemals alleine. Alles ist unter Kontrolle, auch wenn wir nicht in alle Belange eurerseits eingreifen werden. Erinnere dich daran, dass du nicht nur Zuschauer dieser Veränderung bist, du bist der Schöpfer. Deine Frequenz, dein Bewusstsein, deine Liebe und deine Entscheidungen erschaffen die neue Realität, in der du lebst. Erlaube dir, die tiefe Liebe, die wir dir senden, zu empfangen. So toemetia, niatatemeka. Du bist ein mächtiges Wesen und deine Aufgabe in dieser Zeit ist von großer Bedeutung. Wir ehren dich, dass du diesen Weg gewählt hast und wir stehen an deiner Seite in ewiger Liebe. Du bist gesegnet, geliebtes Wesen des Lichtes. Deine Kraft, dein Licht und deine Liebe werden die Welt verändern. Hashteataha, Olyamatate, Notuale Tikato, Mishtame, Elamahat.